Moin, liebe Freunde der Elektromobilität. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute habe ich Besuch. Stefan ist da mit seinem weißen Porsche Taycan. Moin zusammen, hi. Und wir machen heute ein Experiment. Wir tauschen nämlich unsere Autos. Das heißt, nicht nur für eine Stunde. Nein, das wird auch keinen Sinn machen. Nee, sondern für eine ganze Woche. Und schauen mal, wie ich als Tesla-Fahrer, ich fahre ja das Tesla Model S, wie ich mit dem Porsche Taycan zurechtkomme. Also im Alltag. Ich fahre auch eine Langstrecke nächste Woche. Da fahre ich nach Koblenz, drehe ich ein Video für euch. Kommt später noch mehr. Und Stefan fährt auch eine Langstrecke, dann nimmt er das Model S. Genau, richtig. Für mich geht es auch irgendwie unten Richtung, ach, was ist denn das, Sauerland? Keine Ahnung. Also grobe Richtung Hilden und noch ein bisschen weiter. Ja, seht ihr? Also das werden praxisnahe Tests, hoffe ich zumindest, auch für eine längere Zeit. Und dann werden wir uns anschauen, wie läuft das als Porsche-Fahrer im Tesla, wie läuft das als Tesla-Fahrer im Porsche? Und am Ende ziehen wir natürlich ein ehrliches Fazit. Mhm. Wie hat uns jeweils das andere Auto gefallen? Haben wir unsere Vorurteile, die wir durchaus haben? Und will Jens mir den Porsche überhaupt zurückgeben? Ja, oder umgekehrt. Ja? Also haben wir vielleicht unsere Vorurteile so ein bisschen revidiert? Das wird sehr spannend. Deswegen wird es bestimmt ein sehr lustiges und interessantes Video, auch für mich, weil ich weiß jetzt noch nicht so richtig, was mich jetzt erwartet über diese eine Woche. Ja. Und deswegen... Frag mich mal. Ich glaube, du hast mehr Angst als ich, ja, oder? Ja, doch habe ich. Das stimmt. Ja, komme ich mit der Ladeplanung so zurecht? Ich habe keine Supercharger, die ja automatisch anfährt. Also wir werden es erleben. Also wird spannendes Video, deswegen unbedingt dranbleiben. Das sind Spaltmaße, Alter, oder? Ist das geil? Ja, wir können ja mal Tesla-Porsche-Quartett spielen, ne? Ja. Also du spielst die Spaltmaßkarte aus. Ja. Dann würde ich sagen, ja, wenn ich das so sehe, bam, du hast gewonnen, das Ding gehört dir. So, jetzt spiele ich mal die Performance-Karte aus. 3,1 Sekunden 0 auf 100. Ah, 4,2. Also, meins. 250 km/h Spitze. 240. Meins. Ja. Komm, bring die Reichweite 500 Kilometer Reichweite. WLTP, ne? Nee, echt. Scheiße. Im Sommer. Also, wenn ich 380 habe, bin ich gut. Meins. Ich glaube, ich habe schon mehr Karten als du eingesammelt. Porsche. Es sieht... Porsche. Ja, das Logo sieht geiler aus. Und es ist Gold. Ich habe hier nur so ein... Also, ihr seht, wir verarschen uns ab und zu wegen unserer Autos. Und da wird es umso interessanter, mal das zu tauschen. Und du kannst diesmal nicht die Frank-Karte ausspielen, weil, pass auf, du hast auch einen Frank, ne? Also pass auf, man streicht ein Porsche, ja? Ne? Und dann geht er auf. Ja, cool. Und dann ist tatsächlich da ein Frank drin. So, mein Frank ist aber größer als deiner. Pass auf. Also. Okay, das ist ja doch tiefer als gedacht. Ja. So, Stefan, ich habe dir erzählt, dass ich vor 2 Tagen oder 3 Tagen das neue Update bekommen habe und da kam auch die neue Kofferraumöffnung dazu, das heißt die automatische Kofferraumöffnung. Du kennst das ja, normalerweise macht man dann irgendwie so oder... So, und dann geht der Kofferraum auf, ja? Ich glaube, der verarscht mir meinen Porsche gerade. Aber das hat Tesla natürlich nicht, sondern du hast jetzt gerade das Piepen gehört. Ich habe das Handy hier in der Tasche, ja? Jetzt gehe ich auf den Kofferraum zu. Jetzt geht der Kofferraum auf. Er piept 5-mal, ja? Und zwar jedes Mal, wenn ich auf den Kofferraum zugehe und davor stehe. Also, wenn ich mich wegdrehe oder ein bisschen Schritt weggehe, dann merkt er, dass ich mich vom Kofferraum wegbewege. Und der geht nicht auf. Ne? Das kann man auch abschalten übrigens. Aber die Funktion an sich finde ich cool. Und was ich vor allem cool finde, ist, dass der Tesla die Annäherung des Handys auf 1 Meter genau trackt und weiß, wo sich das Handy im Raum befindet und entsprechend reagiert. Also das ist schon erstaunlich, finde ich. Aber, ganz im Ernst, und ich befürchte, da muss ich die nächste Karte abgeben. Wir gucken jetzt mal, wie einfach oder wie schwierig es ist, wenn ich mich mit einem Profil im Tesla anmelden möchte. Als Fahrerprofil oder du im Porsche. Wir haben ja Schlüssel für die Autos. Ne? Also bei Tesla ist es ja so eine Karte. Ich habe aber noch so einen Key Fob, habe ich auch noch. Ja. Den habe ich mir extra als Zubehör gekauft. Der teuerste Autoschlüssel der Welt. das habe ich aber nur, weil ich den von der Form her geil finde. Eigentlich benutzt man das ja mit dem Handy. Das heißt, das ganze Auto wird nur per Handy bedient. Ich habe das Handy als Schlüssel. Ja. Und natürlich habe ich auch eine App. Mit der ich das ganze Auto steuere. Das hat Porsche auch, oder? Ja, definitiv. Im Prinzip ja. Du kannst aber nicht das Handy in der Tasche lassen, keinen Schlüssel dabei haben und das Auto fahren.
Also okay. Du musst einen Schlüssel dabei haben. Okay, das muss ich nicht. Es reicht genau. Bei mir das Handy. Jetzt ist die Frage, wie kompliziert ist es, das Auto jetzt zu übergeben? Mhm. Das heißt, du übergibst mir deinen Porsche, damit ich damit möglichst bequem fahren kann. Und auch die Porsche-App nutzen darf. Auch die Porsche-App nutzen darf und ich übergebe dir meinen Tesla. Und damit du möglichst bequem, das heißt nur mit deinem Handy damit fahren kannst. Ja, und so. Die Tesla-App nutzen kann. Ja, wie kompliziert ist das? Und das schauen wir uns jetzt mal an und dazu setzen wir uns aber mal ins Auto. So, Stefan, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir mal ein Fahrerprofil von dir anlegen können und wie schnell das geht. Genau. Wir haben ja hier ein Fahrerprofil, da klicke ich drauf, Jens Zippel steht da und hier ist die Liste der bisher angelegten Fahrer. Und da wollen wir dich reinkriegen. Ich habe hier gleichzeitig die Tesla-App, ja? Genau. Und da gibt es jetzt mein Auto, der Blackbeard, so heißt der Wagen nämlich. Und hier gibt es einen Menüpunkt, der heißt Sicherheit und Fahrer. Da klicke ich drauf und da gibt es dann Fahrer hinzufügen. Mhm. So, möchten Sie einen Fahrer hinzufügen? Jawohl. So, jetzt kann ich per WhatsApp eine Einladung an Stefan Schwung schicken. Zack. Weiter. Senden. So, du müsstest jetzt eine Einladung bekommen haben. So, Jens Zippel hat mir eine WhatsApp geschrieben. Ich teile meinen Tesla mit Ihnen. Tippen Sie zum Akzeptieren auf den Link. Zack. Die Tesla-App öffnet sich bei Stefan. Genau. So, und ihr seht, ich habe sofort Blackbeard bei mir im Handy drin. Erfolgreich abgeschlossen. Erfolgreich abgeschlossen. Fahrzeug wurde hinzugefügt. So, ihr seht jetzt hier, also 81% passt, hat er, ne? Und jetzt könnte ich hier einen Handyschlüssel einrichten zum Beispiel oder so. Genau, ne? Das wollen wir ja auch, einen Handyschlüssel einrichten. Ich gehe auf Einrichten, wird bestätigt, fertigstellen, Bluetooth, Blackbeard mit dem iPhone koppeln, das müssen wir mal gucken jetzt hier, Handyschlüssel verbunden. So, jetzt haben wir hier das Fahrerprofil. Jetzt muss natürlich Lenkrad, Spiegel und so alles einstellen. Das heißt, Tesla-Profil einrichten, Einstellung des vorhandenen Profils kopieren. Also wir können jetzt von Luca oder von Azilla das Profil kopieren, das wollen wir aber nicht. Wir wollen ein neues einrichten. So. Ja, das war es im Prinzip an Einstellungen. So. Also ich muss schon sagen, tatsächlich, also sehr übersichtlich, ohne Scheiß jetzt. Also du gehst ja wirklich Punkt für Punkt durch. Du wirst gleich merken, wenn wir im Porsche sitzen, es geht nicht so schnell. Und wenn du mal Langeweile hast, ne? Netflix, Disney Plus, YouTube, alles klar. Twitch. Ich glaube, mein Netflix-Account ist gerade nicht hinterlegt, weil das du bist. Doch, scheiße. Du kannst gucken. Also du kannst Netflix gucken, wenn du willst, beim Laden. Du siehst, wie schnell das geht. Ne? Braucht der ein bisschen länger zum Laden oder warum hat er sowas? Also der Porsche hat sowas nicht, der lädt zu schnell. Ich wollte gerade noch wieder foppen, ich weiß. Hast du noch Fragen? Nein, ich glaube auch wirklich, ganz viel muss man sich dann auch irgendwie selber beibringen. Also was du mir ja vorhin schon gezeigt hast, ist tatsächlich das Thema Blinker im Kreise, das Thema Hupe und wie ich überhaupt einen Gang gleich einlege, wenn ich jetzt zum Beispiel die Bremse drücke, hier in welche Richtung ich fahren will, ist für mich alles eine Umgewöhnung natürlich. Ne? Also, das ist das sogenannte Neuland. Ja. Musst du drauf tippen, ja. Auf das P. Ne? Musst du drücken auf P. Ja, ich weiß tatsächlich noch nicht, wie ich das mit den Prozenten finde. Das ist für mich tatsächlich eine Umstellung. Also du musst einfach wissen, dass du mit diesem Wagen, wenn du den jetzt nicht mit 250 fährst, kommst du in der Regel 400 Kilometer mindestens auf der Autobahn. Ne? Ich muss bis zu meinem Ziel nicht laden. Und wenn du 10% hast, weißt du, es sind 40 Kilometer. Dann kannst du das natürlich ausrechnen. Aber selbst wenn du noch 20% im Akku hast, damit lade ich ja nicht. Ja. Was soll ich mit 80 Kilometer Reichweite noch laden? Dann fahre ich noch 50 bis 60 Kilometer. Ja, genau das ist es ja. Ne? Und von daher... Ja. Oder wenn, dann sagt ihr, dass der Tesla sowieso wo du laden sollst. Ja, das denke ich auch. Das ist bei Dingen ja nicht anders. Also, warte mal, geh mal her. Navigiere nach München. So, wir haben jetzt 80% im Akku. Ja. Er hat jetzt München, das hat jetzt 3 Sekunden gedauert. Er sucht jetzt die Route raus. Ach so, einmal hier antippen, München, da will ich hin. So, er hat jetzt die Route und ich muss 2-mal laden, obwohl ich noch nur 80% im Akku habe, ja. Warum brauche ich jetzt eine Kilometeranzeige? Ja. Was hast du eingestellt, womit er am Ziel ankommen soll? Gar nicht, das kann man nicht einstellen. Kann man nicht einstellen? Nein. Okay. Man kann nicht einstellen, wie viel er am Ziel haben soll. Man kann auch nicht einstellen, mit wie viel er am Supercharger. Das heißt, wenn du am Ziel ankommst, musst du schon gucken, habe ich eine Lademöglichkeit oder nicht und dementsprechend vielleicht vorher noch mal ein bisschen mehr reinmachen. Du siehst es ja hier, mit was du am Ziel ankommst, mit 10%. Genau. Das sind dann wieder die 40 Kilometer oder so, die du da hast. Da hast du 40 Kilometer und wenn du mehr haben willst, musst du einfach selber überlegen, ja, dann lade ich vorher vielleicht mal länger. Weil das kannst du halt da einstellen. Du kannst
sagen, wie viele Kilometer ist dein Wolf, wie viele Kilometer am Zwischenstopp und wie viel am Ziel. Genau. Hier siehst du halt, Kirchsleben kommst du mit 25% an, Münchberg kommst du mit 15% an. 25% in. Ich würde auch, aber der nächste ist Nempitz, ne? Oder so. Ja. Da ist schon wieder zu weit wahrscheinlich. Ja, wenn du ein bisschen langsamer fährst, hier der, ne? Ja. Oder Leipzig, da bin ich auch letztes Mal hingefahren, aber da hatte ich 95% im Akku, nicht 80, ne? Alles gut. Aber es ist, wie gesagt, von der Reichweite her mit dem Model S hier, ist es wirklich so, da muss man sich echt keine Gedanken machen. Ich werde das jetzt einfach mal so annehmen. Ich mache die Tour, wie gesagt, also jetzt, wenn ich nach Hause fahre und dann morgen einmal losfahre oder so, werden wir sehen. Und das Geile ist eben, also ich finde das immer wieder im Vergleich zu allen anderen Autos, also egal welches, ja, ich sag euch, also Echtzeit, wirklich. Das ist einfach Echtzeit. Ja. Du willst irgendwas wissen, du willst irgendwo hinscrollen und du hast Echtzeit. Du wartest nicht. Ja, was ich cool fand, ist, dass du jetzt Zeit hast, du kannst das hier groß machen, ne? So, dann schiebst du das hier rüber. So. Er navigiert immer, also er bringt die Navigationskarte immer wieder. Ja, da, du machst wo jetzt Spotify nichts groß und hast jetzt hier deine Navigationskarte. Ja. Es wird aber nicht wirklich verdeckt. Also du forderst ihn jetzt ja wirklich schon raus, aber trotzdem schiebt das so hin, dass du noch maximal viel sehen kannst. So, ne? So, dann kannst du das wieder klein machen so, und dann schiebst du es hier wirklich. Du schiebst es ja so easy rüber. Ja, ja. Jetzt, die haben sich beiseite geschoben. Ne? Also ich kann den auch nach da wieder schieben oder nach da. Ja. Das ist schon interface-mäßig ist es einfach so, wie man es vom iPad kennt. Ja, ja, genau. So sehr Apple nachempfunden. Ja, das sieht aber auch eigentlich es ist fast genau aber auch aus. Von der Schnelligkeit her. Ja, das ist ja das Erstaunliche. Das ist cool. Guti. Ja, das ist übrigens neu. Hier siehst du die Strecke und hier siehst du diese roten auch die und orangen Striche. Das ist sozusagen die Verkehrssituation bis München. Ja, mega gut. Und der Pfeil wandert mit, ne? Okay, das heißt, der bleibt immer gleich und der Pfeil bewegt sich auf dem blauen. Genau. Mm, okay. Ja. Cool. So sieht's aus. Gut. Tja, das war zu einfach. Jetzt gehen wir mal in das Auto, was mit der Software nicht so gut klappt. So, Stefan, jetzt sitze ich im Porsche. Jetzt möchte ich natürlich das Gleiche. Ich möchte ein Fahrerprofil haben, ich möchte die Porsche-App benutzen. Was muss ich tun? Ja, Zentraldisplay, klickst hier oben auf den Namen, Accounts. So. Das ist ja so fast neuen schon wie bei Account Tesla dazufügen. Jetzt. So, und jetzt musst du hier deine Porsche-ID eingeben. Ah, okay, die ist natürlich meine E-Mail-Adresse. Das weiß ich nicht. Ja. Anmeldung wird vorbereitet. Habe ich aber noch nie gemacht. Was? So, Leute, also geht gut los. Es geht schon gut los hier im Porsche. Ich habe hier eine Porsche-ID über die Porsche-App eingerichtet. Und wenn wir uns hier im Auto versuchen, mit der Porsche-ID anzumelden, dann sagt er, dass das nicht geht. Also ich habe jetzt eine Vermutung, das war ähnlich bei meiner Abholung von meinem Auto. Wir haben eben gesehen, dass du jetzt hier wenig Empfang hast, ich auch teilweise wenig Empfang habe. Vielleicht hat das Auto einfach zu wenig Empfang. Also ich würde dir jetzt einfach empfehlen, wir machen jetzt einfach mal ganz normal weiter. Und wenn du dann in einem Bereich bist, wo du vernünftig Internet hast und nicht hier in Timbuktu, dann versuchst du es einfach nochmal. Insofern können wir jetzt einfach mal über den Gastaccount weitergehen. Das andere ist ja das, wie du das hier einrichtest. Ne? Du kannst ja hier den Homescreen, zum Beispiel das, was du jetzt hier siehst oder so, das kannst du dir selber einrichten. Du drückst dann hier länger drauf zum Beispiel, auf Bearbeiten. Und dann kannst du dir hier irgendwie, was weiß ich, irgendwie zum Beispiel, ich habe zum Beispiel diesen Drive-Mode-Schalter, den hier. Das ist Drag and Drop. Und dann mache ich den hier hin, so, und dann sagst du übernehmen. Und jetzt kannst du zwischen Range, Normal und Sport umschalten. So, ne, aber das kannst du für dich machen. Okay. Wie gesagt, Karte. Boah, ich habe das Gefühl, ich brauche eine Brille bei der Satellitenkarte. Ja, das ist halt kleiner, ne? Das ist halt kleiner. Vor allem so unscharf, weil die so dreidimensional gekippt ist. Deswegen sieht das so unscharf aus. Ja, warte. Kannst du natürlich so machen. Wenn man die so hat, ist es so schärfer. Ja. Kurze Frage noch, egal was ich jetzt hier verstelle, ich werde ja mich selber noch ein bisschen damit beschäftigen. Genau. Ist das dann im Gast automatisch gespeichert? Oder ich hoffe, ja. Du kannst in jedem Fahrmodus, den du hast, Range, normal Sport, kannst du dir einstellen, wie soll das Fahrwerk dazu sein, wie soll das Fahrwerksniveau dazu sein, willst du mit Rekuperation oder nicht. Da hast du hier aber nochmal eine einzelne Taste, die kannst du einmal drücken, dann hat er eine normale Rekuperation. Wenn du die länger drückst, kommt da im Display ein A dazu. Und genau, siehst du? Und das heißt, jetzt hat er eine Adaptiv. Genau, richtig. Hat er auch mehrere Rekuperationsstufen oder nur oder stark? Nur oder an oder aus. Porsche das ist für Porsche schon die maximale Geschichte, weil sie gesagt haben, eigentlich haben wir ein Fahrerauto, das brauchen wir nicht, du rekuperierst beim über die Bremse. Das heißt, ich muss es auch bei jeder Fahrt neu wieder aktivieren. Ja.
Ne? Jetzt ist es, das ist immer ein oranger Kreis drum um das, was du einstellen möchtest. Ne? Ah, jetzt kannst, ja, jetzt du, kann so, ich hier das einstellen, zum Beispiel, das einstellen, oder Head-Up-Display. Oder Head-Up-Display, genau. Mit dem Scrollrad kann ich wahrscheinlich. Ja, drückst du einmal, musst einmal drücken und dann kannst du da so ein Menü. Ich sehe das jetzt schon. Genau, und dann hast du das Menü. Rohrmieter, Nutzereinstellungen. Ja, genau. Okay, nächste Frage: Navigation, Ladeplanung. Ne? Jetzt würde ich sagen, ich gehe auf Navigation. Überlasse es mal dir, dann, genau. Navigiere nach München. Möchten Sie die Zielführung nach München starten? Ja. Jetzt links abbiegen, so, und danach jetzt hat er was. Links abbiegen. Also, keine Meldung auf der Route. Das Ziel liegt an einer durchfahrtsbeschränkten Straße. So, und jetzt kannst du hier drauf gehen. Dann siehst du die Ladestopps, ne? Also. Ja, Stefan, ich glaube, ich bin gebrieft. Alle Klarheiten beseitigt. Also ich muss mich jetzt so ein bisschen wieder umgewöhnen, weil das ist natürlich so, wie man ein Auto kennt. Es ist relativ komplex, sage ich mal, die ganze Bedienung im Vergleich zum Tesla jetzt. Ist so. Ich habe mich natürlich an das Tesla-Fahren gewöhnt. Ich fahre ja Tesla seit 2018 und vorher Mercedes gefahren. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich gleich nach der Geburt in ein Elektroauto gestiegen bin. Ich bin ja auch 30 oder 35 Jahre Verbrenner gefahren. Ja. Und das ist jetzt wieder so, wie ich es von damals her kenne. Geiler natürlich, ne? Und wir schauen uns das jetzt an. Das heißt, wir sind jetzt jeder im Bild. Du fährst dann mit meinem Tesla die Woche. Tatsächlich mehr Autofahren jetzt wieder für dich. Ich muss mich jetzt wieder ein bisschen ans Arbeiten gewöhnen hier. Ja, absolut. Bin gespannt, wie mir das Porsche-Fahren gefällt. Ja. Also optisch ist der Wagen ja absoluter Hingucker und natürlich vom Fahren mit Sicherheit auch. Die Frage ist mir persönlich, wie mir persönlich das am Ende gefällt nach der einen Woche. Ich bin so gespannt. Und vor allem, wie dir persönlich dein Tesla gefällt. Wie mir persönlich der Tesla gefällt. Ja. Also das wird spannend. Ja. Absolut. Also, dann sind wir klar, oder? Wir sind klar und werden jetzt ab hier werden sich unsere Wege dann teilen. Genau. Also Stefan macht natürlich ein Video, wie er das Tesla-Fahren empfindet auf seinem Kanal und ich kümmere mich halt um den Porsche. Ja, so wird es sein, mein Lieber. Also, hau rein. Ciao, Stefan. Bis nächste Woche.